Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der ab Donnerstag in einem Kinofilm, in einem neuen Kinofilm zu sehen ist mit dem Titel Tödlicher Umweg. Herzlich willkommen, hier ist Ken Duken. Wie geht's? Gut. Ja, nach langer Zeit mal wieder hier. So lange ist gar nicht hier, oder? Ich habe das Gefühl, du warst gerade erst hier. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr war das schon. Was war damals? Da habe ich aufs Maul gekriegt. Du hast aufs Maul gekriegt? Ja, genau. Wie aufs Maul? Nach dieser Schlägerei, das habe ich damals schon lange erklärt. Du hast eine Schlägerei? Habe ich schon wieder vergessen. Ja, weiß ich. Aber alles verheilt, oder was? Alles verheilt. Ja. Siehst aber aus wie immer. Ja. Nervt dich das? Der deutsche Brad Pitt, immer hört man das, weil du siehst ihm sehr ähnlich ein bisschen. Ich habe aufgehört zu rauchen, jetzt habe ich gehört, er hat auch aufgehört, jetzt habe ich wieder angefangen. Ach so, echt? So macht man das dann? Ja. Ja? Nimmst du dir so Beispiele an amerikanischen Schauspielern oder? Nein, ich denke an sich, an guten Schauspielern. Haben wir in Deutschland, ob Sebastian Koch oder in Europa, gibt es genug. Sebastian Koch? Sebastian Koch ist, ist das ein guter Schauspieler? Ein sehr guter. Kenn ich den? Und den kennt ihr aus den Manns. Aus was? Den Manns. Thomas Mann. Ach so, ja, ja. Selbstverständlich. Sebastian Koch, wer kennt ihn nicht? Supermann. Ja. Riesentyp. Ja, wie, hast du deutsche Vorbilder? Also außer Sebastian Koch. Weiß nicht, Götz George. Ja, also es gibt viele gute Schauspieler. Aber du möchtest dich nicht so festlegen. Nee. So, jetzt geht's um den neuen Film. Und zwar heißt er Tödlicher Umweg. Das ist ein, ja, was ist das? Was ist das für ein Film? Ein Psychothriller? Also es geht in die Richtung. Ja. Was spielst du da? Ich spiele einen jungen Schauspieler, der nicht weiß, dass spielst er die Schauspieler Haupt in dem Film? Der nicht weiß, dass er die Hauptrolle hat in seinem Film. Also sie drehen einen Film mit ihm, ohne dass er weiß, dass er die Hauptrolle hat. Okay. Und das eskaliert. Moment, nochmal. Was macht der? Also im Film? Im Film. Wird ein junger Mann engagiert? Nein, er weiß es nicht. Sie drehen einfach. Sie drehen und er gerät in eine heikle Situation. Er sieht einen Unfall, den er meldet. Als er an die Stelle zurückkommt, ist der Unfall nicht mehr da. Oh, und dann geht's los. Oh, das ist aber sehr mysteriös. Ja. Bisschen wie The Game. Ja, mit österreichischem Budget. Ist ein österreichischer Film. Ist ein österreichischer Film? Österreichisch mit Co-Produktion England-Deutschland. Ah, okay. Was heißt österreichisches Budget? Was heißt das? Weniger als Amerika. Ja, ja, ja. Aber wahrscheinlich auch weniger als deutschen Budgets. Nee, gleich. Also Zahlen, ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich schätze mal 2 Millionen. Das ist wenig für einen Film, das kann man sagen. Also ja. Es ist viel Geld, aber ist für einen Film ist das, sagen wir mal, nicht besonders viel. Was aber nicht heißen muss, dass der Film schlecht ist. Es gab auch amerikanische Produktionen für sehr wenig Geld, die sehr viel eingespielt haben. Auf jeden Fall. Ne? Wir zeigen mal einen kleinen Ausschnitt aus Tödlicher Umweg ab Donnerstag im Kino. Scheiße. Auto kaputt. Hast du gesehen, das war ein österreichischer Polizeiwagen. Das war ein österreichischer Polizeiwagen. Den darf man kaputt machen. Ja, ja, den darf man kaputt machen. Ja, allein das war ja schon 50.000 Euro. Ja. Ja. Der Wagen. Wer spielt noch mit in dem Film? Der Herr in der Windschutzscheibe war Sebastian Koch. Deswegen. Das war der berühmte Sebastian Koch, den ich so gut fand. Dreht gerade im Moment Speer und Er. Dreht was? Ach, Speer und Er? Was? Speer. Albert Speer. Mhm. Ja. Der berühmte Architekt. Ja. Adolf Hitlers. Genau. Ne? Da gibt es einen Film, der dreht. Den drehen die gerade. Ah, okay. Verstehe. Sehr interessant. Wie heißt der Film? Speer und Er, also wegen Hitler. Speer und Er? Ach so, ich habe Speer on Air verstanden. Okay. Ja, man weiß ja nicht, wie die heute alle genannt werden. Ja, ich bin sehr gespannt. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos und hatte letzte Woche Premiere in Wien. Ja? Genau. Du bist Deutscher, oder? Ich bin Deutscher. Aber die Frage hast du schon mal gestellt. Ja? Wann? Letzte Mal. Warum? Weil du es wissen wolltest. Warum habe ich das letzte Mal gefragt? Ja, manchmal ist es so, wenn einer bei Kommissar Rex mitgespielt hat, dann kommt man ja erstmal auf den Gedanken, dass es ein Österreicher ist. Aber wenn du jetzt einen österreichischen Film gedreht hast, wird die Frage ja. Also ich habe in Frankreich und Italien auch schon gedreht.
Sprichst du dann auch Italienisch und Französisch und so? Jetzt oder? Nach der letzten Produktion habe ich es lernen müssen. Also wir haben auf Babylonisch gedreht. Das ist, auf was? Babylonisch bedeutet, wenn man mehrere Sprachen auf einmal spricht. Ach so, ach das denn? Die Bulgaren haben Bulgarisch gespielt, die Italiener Italienisch und Max von Sydow und ich auf Englisch. Das heißt, ihr habt euch während des Drehs überhaupt nicht verstanden und das wurde erst nachher synchronisiert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich sehr begeistert hat, die Bulgaren versteht man. Aber ansonsten das ganze Geschrei, irgendwann versteht man, wenn dir jemand sagt, dahin, dann musst du dahin. Ja. Im Prinzip, wenn der Film nachher synchronisiert wird, ist es doch eigentlich völlig egal, was man sagt, oder? Da kann man auch in der, weil es wird ja eben nachher irgendwo synchronisiert. Das ist wohl wahr. Ist aber die Stimmung ist ja schlimm. Also wenn wir jetzt ja, beide sagen, zusammen, wenn oh du jetzt... Baby. Du blöde Sau. Aber wenn ich jetzt zuschlage und in dem Text steht drin, ich soll dich küssen, dann stimmt's ja nicht. Also ich muss ja wissen, welche Pointe du setzt, dass ich darauf reagieren kann. Richtig. Ja. Ja, am Donnerstag im Kino der neue Film mit Ken Duken. Tödlicher Umweg. Vielen Dank. Ken Duken.